Moje meno je Bjana Ciš, ja sem vicepräsident FUN a s dobom rečnika navoda Džovoj skupine slovenskih narodnih menšin v Ramiku FUN. Zu Deutsch, mein Name ist Bernhard Ciš, ich bin Lausitzer Sorbe, Vizepräsident der FUF in dieser Legislaturperiode und gleichzeitig Sprecher der Arbeitsgruppe der slawischen Minderheiten. Wir als Arbeitsgruppe haben im vergangenen Jahr das 21. Seminar durchgeführt bei den Slowaken in Ungarn und haben heute zum FUF-Kongress die Arbeitsgruppe zusammengenommen, um dieses Seminar auszuwerten und das neue Seminar vorzubereiten. Das neue Seminar findet statt vom 14. bis zum 17. November diesen Jahres bei den Kärntner Slowenen. Wir haben das deshalb dort platziert, weil wir gleichzeitig Gäste des Volksgruppenkongresses sein können und gleichzeitig soll am Samstag, den 16. die Verlosung der Europäer, der Fußball-Europameisterschaft der Minderheiten stattfinden. Also eine Synergie, die uns freut. Gleichzeitig haben wir uns heute in der Arbeitsgruppe vorgenommen, unsere Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Es wird ein elektronisches Newsletter geben über die Arbeitsgruppe. Da wurden die anwesenden Mitgliedsorganisationen gebeten, ihre Zulieferanten, sprich Kontaktpersonen zu nennen, die Adressen auszutauschen, damit also Herr Matitz, der unser Sekretär der Arbeitsgruppe ist, ein Newsletter sehr schnell erstellen kann. Es geht uns darum, dass wir über aktuelle Situationen der jeweiligen Minderheit berichten, dass wir im Bereich des Kulturaustausches aktiver werden, indem wir die Kulturevents bei den Minderheiten gegenseitig vom Termin austauschen, uns gegenseitig einladen, also eine ganz gute Sache, die im Sinne auch der gerade eben gehörten Diskussion stattfindet, Nähe zu der Basis zu schaffen. Und natürlich haben wir über den Erfolg der Initiative Minority Safeback gesprochen und über das weitere Vorgehen, was wir in dem FUF-Präsidium abgestimmt haben. Und wir haben uns nochmal herzlich bedankt bei allen, die aktiv dieses Vorhaben mitgetragen haben. Wir sind in großer Erwartung, dass bei der Konstituierung der neuen Kommission wir dann erfolgreich unser Anliegen anbringen können. Und dass wir weiter die Minderheitenthemen auf europäischer Ebene wirklich auf die Agenda bringen. Und dazu will auch unsere Arbeitsgruppe beitragen.